Willkommen zurück im Ningxia博物馆. Ich bin gestern vertrieben worden, weil die Leute Feierabend machen wollten, aber ich bin heute zurückgekehrt. Heute ist mein letzter Tag hier in Yinchuan und deswegen habe ich mir gedacht, verbringe ich den mal im Museum und zeige euch noch ein paar schöne Stücke. Was ich hier noch gesehen habe, ist eine Bronzeplakette, die durchbrochen gearbeitet ist. Und die erinnert mich irgendwie ganz stark an die Ordos-Bronzen, die wir auch in Berlin im Museum haben. Unsere sind zwar, soweit ich weiß, vergoldet. Diese hier besteht nur aus Bronze. Allerdings sind die sich formal recht ähnlich, wie ich finde. Die hier wurde zwar nicht direkt im Ordos-Gebiet gefunden, sondern in Guyuan. Das ist irgendwo hier in Ningxia, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wo. Ich werde es aber in die Videobeschreibung reinsetzen. Und ja, das ist ein relativ, sagen wir mal, unchinesisches Stück. Die Tiere, die wir sehen, es steht zwar auf dem Schild, das ist ein Tiger und ein Esel sind, die miteinander kämpfen, aber ich finde, wenn man es sich genau anschaut, sind es eher zwei Esel oder Wildpferde oder sowas, die miteinander kämpfen. Also beide Tiere sehen eigentlich gleich aus und haben auch beide Hufe und so weiter. Also wahrscheinlich sind es eher beides Pferde, die sich gerade beißen. Das kommt ja unter Pferden auch manchmal vor. Ja, warum sage ich, dass es unchinesisch ist? Wenn wir uns die Tiere genau angucken, sind die sehr natürlich gearbeitet. Wir haben da eine große Dynamik, eine große Spannung in diesem Stück. Die beiden Tiere sind halt unmittelbar in der Kampfsituation dargestellt. Und die Chinesen neigten dazu, wenn sie Tiere darstellten, das meistens sehr symmetrisch, sehr steif zu machen. Aber hier haben wir halt, wie gesagt, diese große Bewegung, die Dynamik, die durch den, die im Kampf ja auch vorkommt. Und wir haben hier auch keine senkrechte oder waagerechte Achse, sondern eher eine Diagonale. Ich kann die jetzt schlecht zeigen, aber zum Beispiel beugt sich der rechte Esel oder das rechte Wildpferd nach unten und beißt dem anderen ins Bein. Und da bildet der Hals sozusagen eine diagonal verlaufende Achse durch den zentralen Teil dieser Plakette hindurch. Der andere Esel streckt sich darüber und beißt dem ersten wiederum in die Schulter. Ja, so viel dazu. Dann gehe ich mal zum nächsten über. Die letzte Bronze, die ich euch zeige, ist ein Ding. Dieses Ding ist nicht besonders schön, muss ich sagen. Es ist handzeitlich. Der Höhepunkt der Bronzekunst lag in China ja in der Shang-Zeit. Danach ging es eigentlich nur noch bergab. Und in der Han-Zeit war es so, dass man von der Shang-Zeit selber nicht mehr viel wusste. Das war so, naja, die graue, mysteriöse Vorgeschichte. Und entsprechend hat man dann, wenn man Bronzen aus dieser unbekannten grauen Vorzeit gefunden hat, die als gutes Omen gedeutet. Also es wurde dann zum Beispiel auf bedruckten Grabziegeln der Han-Zeit wurden Funde oder Hebungen von antiken Bronzegefäßen dargestellt, weil dies halt als positives oder gutes Omen galt. Und man hat dann auch versucht, diese Form nachzugießen. Allerdings ist das Wissen und die Kunstfertigkeit der Shang-Zeit und der frühen Zhou-Zeit sind halt abhanden gekommen und entsprechend waren dann die Objekte nicht mehr so ansehnlich, wie das die früheren waren. Entsprechend sehen wir hier ein Ding, das relativ einfach gearbeitet ist. Es ist dreibeinig, die Beine sind relativ gerade, hat einen unten abgeflachten, rundlichen, wuchtigen Leib und etwa auf Mitte dieses Leibes einen abgesetzten Ring, der nach außen zeigt. Das könnte eventuell eine Verarbeitung der Gusskante sein, damit es ein bisschen schöner aussieht. Was auffällt, ist, dass im oberen Bereich
zur Lippe hin, dass diese runde Form nicht einfach ausläuft, sondern dass die Lippe abgesetzt ist durch so eine kleine Stufe. Es gibt kein erkennbares Dekor. Es gibt allerdings oben links daneben ein Foto dieses Ding und darauf kann man sehen, dass einige Zeichen und Symbole eingeritzt sind. Der ganze Text ist irgendwie nicht erkennbar, scheint sich aber über das gesamte, also zumindest über den oberhalb dieses Ringes liegenden Teil, scheint sich darüber zu erstrecken. Und was ich sehen kann, sind ein paar Zahlen. Also da steht Shu 15 und Shui 11. Die restlichen Zeichen sind allerdings nicht so leicht erkennbar. Sind auch nicht besonders kunstfertig gearbeitet oder besonders, waren nicht besonders schmückend, sondern waren wirklich einfach nur Einritzungen dieser Zeichen offensichtlich. Gut, ich wollte euch dieses Ding nur gezeigt haben, damit ihr halt ein Beispiel dafür habt, was aus dem Lee geworden ist, das ich euch gestern gezeigt habe. Das ist schlussendlich zu diesem geworden, zumindest grob zu dieser Form.